Hallo Fans und Friends von draußen sein. Mein Name ist André Dirk von der Facebook-Gruppe Survival in Deutschland und heute geht es in unserem Video um einen Biwaksack. Genauer gesagt um das gute Stück hier, das ist der Frontier One Biwaksack der Firma Begadi. Den Biwaksack bekommt ihr in dieser wunderschönen Hülle geliefert. Hat den Vorteil, dass wenn er mal nass geworden ist und ihr wollt ihr wieder einen Rucksack packen, dass nicht alles andere nass wird und er ist natürlich auch schön verpackt für zu Hause. Als erstes werden wir ihn mal aufbauen, damit ihr sehen könnt, wie er überhaupt aussieht und wie er ausgestattet ist. Der Biwaksack in der Größe Regular hat eine Gesamtlänge von 205 cm und eine Gesamtbreite von 100 cm bei 940 Gramm Gesamtgewicht. Der Biwaksack in der Größe Large hat eine Gesamtlänge von 2,25 m und eine Gesamtbreite von 105 cm. Wie ihr sehen könnt, hat der Biwaksack ringsherum Abspannösen. Insgesamt 8 Stück an der Zahl. Damit habt ihr die Möglichkeiten, im schrägen Gelände euch gegen das Verrutschen zu sichern. Ganz oben drauf hat der Biwaksack nochmal eine kleine Abspannöse als Möglichkeit, den oben an einen Baum oder sowas abzuspannen, um ein kleines bisschen mehr Raum im Inneren zu bekommen. Die Farbe des Biwaksacks ist Alpha Green und die kennt ihr bestimmt schon von anderen Produkten aus der Frontier One Reihe. Alle Nähte sind zusätzlich verschweißt und auch sehr sauber verarbeitet. Gewohnte Qualität bei Begadi. Hier am Ende hat man sich auch noch was einfallen lassen. Ungefähr in der Mitte der Öffnung ist ein Kunststoffbügel eingearbeitet, der ist eingenäht. Der dient hinterher dazu, wenn man den geschlossen hält, den Biwaksack, dass man eine kleine Luftöffnung hat, damit innen drin das Klima besser ist. Der Biwaksack hat einen sehr großen Einstieg mit einem hochwertigen Reißverschluss der Firma UK Gate. Geschlossen, Moskitonetz hat ihn natürlich im Sommer gut vor den ganzen Krabbeltieren in Sicherheit. Man hat auch wirklich Platz drin, auch für große Schlafsäcke. Wenn ihr das Moskitonetz nicht braucht, stopft das einfach in den Biwaksack. Und für schlechtes Wetter einfach den großen Reißverschluss schließen. Hier an der Stelle lässt man das kleine Loch offen, da hat man besseren Luftaustausch. Ehrlich, ich glaube, ich bleibe heute noch direkt hier. Wenn es mit dem Einpacken mal schnell gehen muss, braucht ihr den nicht zusammenfalten, die Höhle gleich so, wie er ist. Euren Biwaksack wieder gut und sicher verpackt. Vom Packmaß her seht ihr, ist das Ding auch noch komprimierbar. Also mit dem Kauf von diesem Biwaksack macht ihr definitiv nichts verkehrt. Das ist typisch Begadi, ein qualitativ richtig geiles und geniales Ausrüstungsteil und das auch noch zu einem richtig vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der BX Frontier One von der Firma Begadi ist definitiv ein Ausrüstungsgegenstand, der wieder richtig tauglich ist, in der berühmten Begadi-Qualität. Richtig genial durchdacht, sehr leicht, super Packmaß, extrem wasserdicht, aber auch extrem atmungsaktiv. Ich habe jetzt insgesamt 10 Nächte zu unterschiedlichen Temperaturen in diesem Biwaksack verbracht, um ihn mal gründlich zu testen. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt Kondenswasser in meinem Biwaksack gehabt. Ja, meine Freunde, das war schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über Like und Kommentar freuen. Was nutzt ihr als Biwaksack? Es würde mich wirklich interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Alle technischen Informationen sowie die Links zu dem Produkt, den Link zu unserer Facebook-Gruppe und natürlich auch zu unserem Merchandise-Artikel wie den T-Shirts und den Aufnähern findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung.
Es hat mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bin raus, bis bald im Wald. Euer André.